Servus Leute, in dem Video testen wir mal, was so die Katalysatoren, die man in China kaufen kann, überhaupt was taugen und ob man damit überhaupt über den Abgastest, also ob man den Abgastest besteht damit. Den Kat wird in mein Honda eingebaut. Ich habe einen B18 C6 Motor, das ist ein Honda Integra Motor. Den Kat, was ich jetzt gekauft habe, das ist einer für einen Honda Accord. Die Benziner, also 2,2, 2,4 Liter. Deswegen passen jetzt dieser Einlass passt nicht. Den muss ich noch umschweißen. Da habe ich jetzt einen Einzähler Kat. Der hat aber, die Originalen haben eben zwei solche Kat-Steine drinnen. Und ja, deswegen werde ich jetzt von den einen diesen Stutzen nehmen und ihn dann drauf schweißen auf den chinesischen Cut. Und dann schauen wir dann weiter. Da der Durchmesser von diesem Cut etwas größer ist, versuche ich jetzt den etwas abzuknicken und etwas weiter nach oben zu führen, damit ich etwas mehr Bodenfreiheit damit erreichen kann. So, jetzt ist er geschweißt, verschliffen. Man erkennt das fast gar nicht, dass das Ganze jetzt umgeschweißt wurde. Ich habe mir Sorgen gemacht, da er etwas größeren Diameter hat, Durchmesser, dass es da ein paar Schaltgestänge ankommt. Aber ich kriege meine Finger dazwischen, das passt. Aber ohne irgendwelche, ohne Anstrengungen? Also ah, passt eh, perfekt. Perfekt. Ja, super. Das ist super, ja. Nicht wie Vorexamen alten Cut. Perfekt. So Leute, die Cut ist drin und die Abgase passt. Gut Leute, wenn ihr euch fragt, von wo ich eben diesen chinesischen Cut gekauft habe, ich werde das unten in der Beschreibung noch verlinken. Die Abgaswerte sind auf jeden Fall jetzt optimal, um nichts schlechter, also es hat sich das Ganze eigentlich verbessert gegenüber dem alten Original Cut. Ich habe auch einen viel größeren, also ihr habt ja gesehen, dass der Cut ist viel größer. Ich denke, da geht auch etwas mehr an Abgas durch. Vielleicht auch etwas mehr Leistung, wer weiß. Das werden wir dann noch überprüfen. Aber das kommt dann erst später, vielleicht im Sommer wieder. Gut, ich hoffe, das Video bringt euch auf jeden Fall weiter. Der Cut ist nicht jetzt teuer und ihr bekommt eure Abgaswerte hin, damit ihr durch Speaker kommt. Ein Motor ist auf jeden Fall ein B18, also es ist ein Honda Integra Motor. B16 sollte auch genauso funktionieren. Und ja. Viel Spaß mit dem Video. Falls ihr Fragen habt, fragt ruhig und bis zum nächsten Video. Baba!